Freunde, ich habe mir das Airbrush-Set von Ideen mit Herz oder Karin Jittenmeier gekauft an dem Basteltag vor, was ist das, bestimmt schon wieder 2 Wochen her. Und habe gedacht, das probieren wir einfach mal aus. Ich habe eigentlich schon ein Set und dann habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal einen Vergleich, was besser ist oder nicht. Aber ob das besser ist, kann man sowieso nicht einschätzen. Der eine findet das gut und der andere das. Ich habe jetzt hier die Kabel dran, damit ich weiß, welche Kabel von welchem Dingens ist. Aber das ist vielleicht auch egal. Die haben nämlich beide einen anderen Stecker. So, jetzt habe ich einmal dieses Airbrush-Set von Jittenmeier. Da gehören dann diese 20 Duo-Marker dazu, diese Sprühdingens an sich. Dann gibt es da einen Adapter für, dass man entweder dreieckige Stifte nutzen kann oder viereckige Stifte. Probieren wir einfach mal aus. Dann war in dem Set Tonkarton mit drin und auch noch 15 Schablonen. Gut, die Schablonen braucht man vielleicht nicht. Das sind zwar schöne Schablonen, aber jeder hat eigentlich Schablonen zu Hause, die er nutzen kann. Aber das sind immer wieder neue Sachen, was die da so reinpacken in die Sets. Deswegen fand ich das ganz cool. Der Preis war in Ordnung. Das alles zusammen hat nämlich so viel gekostet wie dieser VR Memory Keeper, der jetzt wie ein Stift ist. Der ist klein und fein, sage ich immer. Und die Stifte gibt es natürlich auch dazu. Die beiden Sachen haben genauso viel gekostet wie bei QVC jetzt diese Set. Jetzt muss man das wieder alles einzeln kaufen. Und da kostet alleine dieses Airbrush-Ding so viel wie hier die Stifte mit dazu. Hier muss man dann die Stifte jetzt wieder einzeln kaufen, wenn man das bei Ideen mit Herz kauft. Muss man immer gucken. Ja. Wenn man Glück hat, ich kaufe das gerne immer so als Set bei so einem Basteltag, weil man das dann günstig bekommt. Wer zu lange überlegt hat, hat ein bisschen Pech gehabt, aber ansonsten kann man das immer wieder noch nachkaufen. Das kriegt man ja immer wieder bei ihr zu kaufen. So, wir haben diese Teil hier von VR Memory Keepers 2019 schon mal vorgestellt. Das ist jetzt 5 Jahre her. 2019 habe ich das Ding geladen, habe den Stecker abgemacht. Das lag dann hier bei mir so immer in einer Schublade und ich habe mich immer gewundert, Mensch, wovon war denn dieses Ding von diesem Airbrush Pen, nennt sich der Teil. Also von 2019 aufgeladen und das funktioniert immer noch. Ich habe das angemacht und habe gedacht, gibt es doch nicht, dass das immer noch läuft. Ich habe gedacht, muss man vielleicht entsorgen oder eben wenigstens neu aufladen, aber ging noch. Und dann habe ich gedacht, gut, die Stifte, die sind jetzt aber in 5 Jahren, die sind jetzt eingetrocknet, aber waren sie auch nicht. Ich habe es schon ausprobiert. Wir testen das gleich mal alle. Auch den Airbrush, ja, das ist ja nur kein Pen, Airbrush-Gerät, sagen wir einfach, von Ideen mit Herz, muss man oder kann man aufladen über so einen USB-Stecker. Ist also beides gleich. Da ist jetzt nichts, nur mit der Größe Optik oder Handhabe. Also dieses Ding hält man halt so in der Hand und von VR Memory Keepers wie so ein Stift. Muss man jetzt entscheiden, wie man es lieber mag. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Auch bei diesem Set hier von VR Memory Keepers war damals eine Schablone dabei. Da waren aber lauter so eine kleinen Dinger, mal so eine Sprechblase oder mal ein Stern. Oder ja, das war jetzt nicht weltbewegend. Das ist jetzt anders mit diesen Schablonen. Das sind jetzt wirklich Schablonen, die man hier brauchen kann. Die anderen von dem Set hier, die habe ich irgendwie, flattern irgendwo rum. Die sind nicht weggeschmissen. Die sind irgendwo in einer Boxkiste, Schachtel, weit, weit weg. Weil man die eigentlich nicht wieder braucht. Und ja, jetzt testen wir einfach mal beide Dinger aus. Wir nehmen dafür einfach die Schablonen, die jetzt hier mit bei sind. Und dann gucken wir mal. Die Stifte von Ideen mit Herz sind jetzt leider in dieser Pappschachtel. Die von Memory Keepers in dieser Plastik. Ob das jetzt besser ist oder das andere, muss man entscheiden. Hier hat man jetzt diese Teil, was man nutzen kann. Und bei dem anderen eben diese. Wir machen jetzt mal eine Rose. Da brauchen wir Rot und Grün, denke ich mal. Und dann wird es einfach nur hier eingesetzt. Man soll immer die dünne Spitze nehmen. Hier ist so eine dicke Breite und eine dünne Spitze. Oh, auf den Knopf darf man nicht kommen. Dann geht das gleich an. So, und dann muss man das hier einfach bloß reinstecken. Richtig fest. Woher wisst ihr jetzt, von welcher Seite reingesteckt wird? Wie, von welcher Seite? Na, du steckst das jetzt einfach rein und das ist auch... Das ist ja die Frage. Von welcher Seite? Ja. Das geht nur darin. Ach so. Und diese dünne Spitze steht in der Anleitung, dass man die nehmen soll. Die Anleitung sollte man vielleicht vorher lesen. Das ist dann immer hilfreich ein bisschen. Aha. Ja, mein Gott. So, jetzt
mache ich mir hier noch ein anderes Blatt hin, damit ich nicht so viel voll die Augen. Dann kann ich mir die Rose festmachen. Ich habe hier eine Magnetplatte. Dann nimmt man sich hier einfach ein paar Magnete von der Seite. Und dann kann man das ein bisschen festmachen oder Klebeband und dann ist gut. So, ich habe jetzt hier das Rot. Ist immer cool, dass man sieht, was man drin hat. Und jetzt kann man einfach sprühen, wo man, wenn man jetzt hier eine Stelle nicht besprüht haben will, wie jetzt hier das Blatt, kann man da einfach was drauflegen und weiter sprühen. Und macht sich seine Blume. So, hier ist noch eine Knospe. Das ist auch eine Knospe. Das hier ist wieder ein Blatt. Das wollen wir eigentlich nicht. Und das hier sind auch Blätter. So, jetzt haben wir das Rot. Halt, die Knospe können wir noch. Und hier ist auch noch eine Knospe. So, dann kann man die ganz leicht austauschen, die Stifte. Wieder zumachen. Die nächste Farbe wieder rein. Wieder schön reindrücken bis vorne hin und dann kann man schon wieder weiterarbeiten. Jetzt wollen wir natürlich das Rot wieder nicht übersprühen. Da braucht man dann wieder ein bisschen was zum Abdecken. Was man da so drauf legt zum Abdecken. Kleine Streifen. Meistens hat man ja hier irgendwo was rumflattern. Dann kann man einfach weitermachen. Zack, jetzt machen wir hier die Blätter grün. Die eine Knospe, da ist noch nichts zu sehen an der Knospe, also bleibt das grün. Hier kann man ein bisschen grün sprühen, den Stiel. Je näher einfach, man kann, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Eigentlich ganz einfach. Ich fand das cool, dass das nochmal aufgegriffen wird. Dieses Teil ist ja nur schon ein paar Jahre alt. Also selbst als ich das gezeigt habe vor 5 Jahren, war das ja schon ältere Sache. Also das war jetzt nicht neu, als ich sie gezeigt habe. Da ist es mir nur aufgefallen vor 5 Jahren, habe mir gedacht, oh, das ist cool. Da hatte ich aber auch schon eine andere Station auch vorgestellt, die nannte sich Orbis-Station. Irgendwie. Das war auch so eine Airbrush-Station für Kinder, da waren dann auch lauter Stifte und sowas dabei. Das war mir aber zu groß, das Gerät. Da hatte man dann eine richtig große Kugel, die man dann immer irgendwo hinstellen musste, rausgraben musste und dann kam diese Dingens hier mir gerade recht, dass man das so als Stift einfach nehmen konnte. Diese Orbis-Station war mir zu groß, hat aber auch funktioniert. Also ist nicht so, dass das nicht funktioniert. So, jetzt haben wir unsere Rose eigentlich fertig. Wir können aber noch eine andere Farbe ein bisschen, dass die Rose noch ein bisschen schöner wird vielleicht. Hier kann man jetzt mit den Stiften immer spielen, immer den wieder zumachen am besten, den Stift, damit das nicht austrocknet. Dann mache ich hier ein bisschen am Rand nochmal eine andere Farbe. So, gucken wir mal, ob das geworden ist. Oh! Sieht cool aus. Kann man sich schöne Karten mit gestalten. Man muss immer mal ein bisschen üben. Also, das ist jetzt alles, weil ich es halt schon öfter gemacht habe, sieht das natürlich auch relativ einfach aus. Jetzt kann man das auch einfach wieder sauber machen. Das sind ja hier bloß Wasserfarben, die jetzt hier genutzt werden bei diesen Duo-Markern. Das sind Wasser-Aquarellstifte. Also kann man das leicht sauber machen mit ein bisschen Wasser. So fein. Ja. Feine Sache. Selbst damit könnte man jetzt noch ein Bild gestalten, wenn man das so als Aquarell, ja, man kann so viele Sachen machen. So, und jetzt machen wir das gleiche Bild mit den Stiften und wie am Memory Keepers Airbrush Pen. Die muss man hier auch richtig tief reinschieben, sonst funktioniert das auch nicht. Da habe ich auch beim ersten Mal gedacht, oh, was ist das für Schrott? Weil das nicht funktioniert hat, da hatte ich aber den Stift nicht weit genug drin. Man muss den richtig weit genug reinmachen. Man merkt dann, wenn es nicht weitergeht, man kann nichts kaputt machen. Abdecken, nicht vergessen. Ja, und jetzt kann man hier auch wieder sprühen, abdecken, wenn man denkt, da sollte jetzt irgendwo nichts hin. Die Stifte kann man hier genauso einfach auswechseln. Rin und raus, wie man das bei dem anderen Gerät eben schon gesehen hat. Gut, jetzt kann man hier oben nochmal abdecken, das Grün wieder, dass da eine Struft soll.
Achso, jetzt kommen wir auch noch eine andere Farbe. Andere Farbe, noch einen anderen Effekt. Oder? Hm. So, und dann probieren wir es auch noch mal mit so einem anderen Effekt hier. Da kann man ja nah rangehen und noch mal was hinsprühen. Der sprüht hier ja nicht so weit. Mal die Stifte wieder schön zumachen, damit sie nicht eintrocknen. So, und dann haben wir jetzt hier so... Also da siehst du keinen Unterschied. Naja, wenn man jetzt pingelig ist, sagt man, hier ist ein bisschen pixeliger oder punktierter. Das hier ist feiner gesprüht. Ja, ist jetzt die Geschmackssache. Ja. Beide funktionieren, beide sehen gut aus, also kann man nicht meckern. Das Einzige, was jetzt noch bei diesem Gerät hier besser sein soll, dass man diese dreieckigen Stifte, die ja jetzt hier mit dabei sind, nutzen kann. Aber auch wenn man das hier rausmacht, na komm, warum geht das jetzt raus? Wenn man das jetzt rausmacht, kann man hier diese viereckige Dingens reinsetzen. Das ging jetzt ein bisschen schwer, weil hier so Gummis drin sind, die das auch halten, also ruhig drücken, man muss da ein bisschen Kraft anwenden, reinstecken, zumachen und dann ist das umgeklappt. So, und jetzt probieren wir einfach mal andere Stifte aus. Da gibt es dann auch immer eine dicke und eine dünne Seite. Jetzt probieren wir einfach mal die vom Action aus, ob man die hier einfach drin machen kann oder nicht. Geht! Es geht mit das, den Action. Das ist ein Ding. Also das sind jetzt hier die Aquarellstifte. Also die kann man auf alle Fälle nutzen. Perfekt. So, das ist jetzt hier so ein Aquarellstift. Zack. Dann kannst du nämlich deine ganzen Actionstifte, die du hast, die ja immer bloß ein Apfel und ein Ei gekostet haben und die hier schon ewig lange rumliegen, wo ich gesagt habe, so viel male ich ja nicht, aber sprühen werde ich vielleicht mehr. Das ist natürlich cool so. Und dann haben wir ja noch diese Markerstifte, diese Twin-Marker, da müssen wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Da gibt es auch eine dicke und eine dünne Seite. Und immer wieder aufpassen, dass man nicht auf diesen Knopf kommt. Und auch die funktionieren. Und dann kann man schön seine ganzen Stifte nutzen, ob das jetzt diese Alkoholmarker sind. Ich glaube, diese Twin-Marker sind ja Alkoholmarker. Dann kann man nämlich damit schön arbeiten. Ist ja cool. Man kann jetzt damit nicht nur Papier besprühen. Ich habe ja jetzt hier einen Alkoholmarker. Jetzt probiere ich einfach mal so ein Ei hier. Die habe ich ja gegossen. Probiere ich einfach mal, ob das geht. Warum sollte nicht? Dann kann man sich nämlich seine Eier bunt machen. Airbrushen. Brauchst du nicht anmalen. Kannst du ohne Schablone drauflegen. Kannst ohne Schablone drauf machen und aber ich finde das mit dem Sprühen finde ich immer viel schöner als malen. Ich arbeite ja eigentlich auch gerne mit Schablonen und sowas. So, und dann kann man seine Alkoholmarker nutzen. Oh. Oder eben diese Stifte hier oder seine Wasserstifte. Machen wir hier mal Pink dran. Pink ist immer schön. Und immer darauf achten, dass man die kleine Spitze nimmt. Man muss immer bis nach vorne ran. Guckt euch das cool. Doch mal an. Das ist der geil. Ja. Den kann man sich seine Sachen hier ansprühen. Ich hatte ja den einen Tag, da könnt ihr mal reingucken in das Video, da habe ich Ostereier gebastelt, Holz, habe die vorher angemalt dann mit Grün und habe die dann noch geairbrushed, dass man da so ein bisschen Effekt so rinkriegt. Da hatte ich das auch schon mal ausprobiert, aber mit den Originalstiften. So, und die Farbintensität, die kann man jetzt bestimmen. Je öfter du da drüber gehst oder je näher rangehst, wird das eben intensiver. Ist aber nicht schlecht gemacht mit dem grünen Rand und dem Pink. Ja, das ist ja ein Ding, dass du das schön findest. Ja. So, und dann hat man buntes Osterei. Ja. Also das ist cool. Also ihr könnt Sachen vorher anmalen, wenn ihr jetzt Holz macht oder sowas, könnt ihr die vorher anmalen, dass eine helle Schicht drauf ist. Auf manchen dunklen Sachen geht das auch. Vor allem auch mit den Alkoholmarkern, dass man damit arbeiten kann. Kann man das schön bunt machen. Gut, jetzt probiere ich mit diesen Stiften das hier ohne aus. So, auch mit dem kann man nämlich hier jetzt so eine Eier gestalten. Jetzt sieht er ein bisschen schickiger aus, weil das ein bisschen grober spritzt.
sind jetzt, glaube ich, auch Aquarellstifte, aber man kann es halt auch nutzen. Feiner ist der andere, muss ich zugeben. So, der ist ja schon 5 Jahre alt. Der hier ist nur schon 5 Jahre alt, genau. Also ist halt immer. Aber ich finde den ja nicht so schlecht so. Immer ein Für und Wider. Und bei dem einen willst du halt mal ein bisschen mehr Kleckse und bei dem anderen willst du halt mal feiner haben. Ja. Wenn ein bisschen lila ran und dann ist es gut. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe euch jetzt ein bisschen zeigen können, wie so der Unterschied zwischen entweder dem Airbrusher von Ideen mit Herz oder dem von VR Memory Keepers. Man sieht das hier, sieht man das ganz genau, dass das hier ein bisschen mehr Pünktchen macht und das hier feiner ist. Der heißt nicht umsonst Feinsprüher. Und ja, bei Papiersachen merkt man das ja nicht so, den Unterschied. Da muss man eben ein bisschen üben, ein bisschen gucken. Ist halt überall so. Also könnt ihr euch entscheiden, den oder den. Beide funktionieren. Bei dem hast du jetzt hier mehr Möglichkeiten, die einem da so zur Verfügung stehen. Es werden einem mehr Möglichkeiten eröffnet. Dieser Actionmarker werde ich mir noch ganz viele kaufen, glaube ich, jetzt. Also in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Schönes Set, Peter. Ja, beide.